Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen bei deiner neuen Aktienanalyse Kennen und Verstehen von Modern Value Investing. Und du siehst es, der Lukas hat uns gefragt, ob wir uns denn nicht einmal Royalty Pharma anschauen können. Und lieber Lukas, nichts lieber als das. Und der Disclaimer schon mal vorweg, ich finde dieses Unternehmen so genial, dass ich auch hier persönlich mit meinem eigenen Geld investiert bin. Wenn dir gefällt, was wir hier bei Modern Value Investing machen, dann komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, folg uns auf Instagram, abonniere gerne den Kanal, aktiviere die Glocke, aber am allermeisten würdest du uns natürlich helfen, wenn du jetzt das Video liken würdest, weil so sieht der YouTube-Algorithmus, dass dir dieses Video gefällt und dieses Unternehmen wird dir gefallen. Viel Spaß! Als allererstes ist natürlich wie immer die Frage, wer oder was ist Royalty Pharma, was machen sie und womit verdienen sie ihr Geld? Und wenn man auf die Webseite geht von Royalty Pharma, sieht man hier einen Zeitstrahl mit ganz, ganz vielen Medikamenten. Aber nein, die haben sie nicht selber entwickelt, weil das Geschäftsmodell ist meines Erachtens nach eine richtige Cashflow-Maschine. Und welches das ist, das erfährst du gleich. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet, hat ihren Sitz in New York City in den USA. Ich habe nicht herausgefunden, wie viele Mitarbeiter sie haben. Sie sind in der Finanz- und Pharmabranche tätig und der CEO ist Pablo Legorreta. Schauen wir uns das Geschäftsmodell an. Royalty Pharma investiert in biopharmazeutische Produkte im Spätstadium, also hier meist Phase 3. Das Unternehmen investiert in akademische Einrichtungen, Forschungskrankenhäuser und gemeinnützige Organisationen von kleinen und mittelgroßen Biotechnologieunternehmen bis hin zu globalen Pharmaunternehmen. Das Portfolio des Unternehmens an pharmazeutischen Investitionen umfasst Investitionen in kommerzielle Produkte und Produktkandidaten in Entwicklungsstadien. Es gibt nur ein Segment und das sind die Royalties, das sind Umsatzbeteiligungen, weil ihr wisst ja selber, die Forschung an einem Medikament kostet richtig viel Geld und der Weg bis zur Zulassung ist ein sehr Cashflow-lastiger Weg. Und Royalty Pharma nimmt Geld, investiert es und kriegt dann einen Anteil am Umsatz. Es ist ein wirklich cooles Geschäftsmodell und womit sie Geld verdienen. Vielleicht kennt der eine oder andere hier auch ein Medikament. Also sie arbeiten mit Bayer, mit Amgen, mit Bristol Myers und also wirklich mit den richtig großen, auch jeder Branche, auch Johnson & Johnson ist mit dabei. Und ich finde das hervorragend, dass man tatsächlich wirklich einfach hier Geld gibt und man kriegt ein Stück vom Kuchen und das sichert natürlich langfristig auch die Cashflows. Die Kunden sind leider du und ich und ich hoffe, dass Royalty Pharma es noch schafft, ganz, ganz viele hervorragende Medikamente zu finanzieren, damit es der Menschheit einfach besser geht. Wie groß ist eigentlich der Total Addressable Market? Der Umsatz mit Arzneimitteln lag 2019 weltweit bei über 1.007 Milliarden Euro und somit rund 3,2% über dem Vorjahr. Wir sind hier in einem Wachstumsmarkt. Man wächst nicht mehr so stark wie zum Beispiel bei Software. Dieser Markt wächst ja aktuell noch mit knapp 7%, aber 3,2% finde ich enorm. Wie ist die Aktionärstruktur? Es gibt A- und B-Aktien und nur knapp 40% aller Aktien sind im Streubesitz. Morgan Stanley ist mit 12,2% der größte Einzelaktionär. Dann haben wir Nomura Group mit 11,9%, Fidelity ist mit 7,05% dabei und so weiter und so fort. Also 60% der Aktien sind in festen Händen. Jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung bei TraderFox an. Wir sind auf TraderFox und du siehst, es gibt noch keinen Wachstumsdividenden- und Qualitätsscore, weil das Unternehmen noch nicht so lange an der Börse ist. Die Durchschnittsperformance in einem Jahr ist auch nicht wirklich viel, 3,37%, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich glaube, dass dieses Unternehmen enorm viel Potenzial hat. Schauen wir uns Daten und Graphs an. Analysten rechnen damit, dass die Umsätze jetzt wieder zulegen sollen. Die Anzahl der Aktien bleibt gleich. Sie rechnen damit, dass die Dividende jetzt ordentlich erhöht wird. Earnings per Share soll jetzt auch zulegen. Die Ausschüttungsquote 25% finde ich völlig in Ordnung. Eigenkapital stagniert. Das Unternehmen ist vom KUV relativ runtergekommen, gefällt mir auch sehr gut. Und das KGV, diese Daten stimmen hier aktuell nicht. Und das ist, deswegen ist es auch immer wichtig, sich mehrere Quellen anzuschauen. Wir sehen auch hier, wir haben eine EBIT-Marge, die ist relativ hoch, über 80% und eine Gewinnmarge von knapp etwas über 20%. Royalty Pharma
operiert jetzt mit mehr Fremd- als Eigenkapital, was aber auch völlig normal ist, wenn sie nämlich anfangen, jetzt hier zu investieren. Ich bin gespannt. Wir sehen es auch hier, Analysten rechnen mit steigendem Umsatz, steigendem EBIT, steigendem Gewinn, steigender Dividende. Der Petrovsky S-Score 5 von 9 möglichen Punkten, alle Aktienqualitätsscore 4 von 10, Dividendenadel 0 von 4, High Growth Investing 4 von 16. Wichtig ist, du siehst es, es gibt immer verschiedene Plattformen, wo man sich seine Informationen ranholen kann. Das ist heute hier nicht so aussagekräftig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du dir immer breit diversifizierst, eine Meinung über Unternehmen bildest. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück zur Präsentation. Nachdem wir uns angeschaut haben, woher Royalty Pharma kommt, was sie machen, wie die Aktionärsstruktur ist, schauen wir uns jetzt die Aussichten an und die sind ziemlich gut. Analysten rechnen mit steigendem Umsatz, steigendem EBITDA, steigendem EBIT, steigendem Nettoergebnis, steigendem Gewinn je Aktie und auch steigender Dividende. Und was hier ganz wichtig ist, klar, die Verschuldung wird aufgebaut, weil man investiert ja Geld, aber schau dir mal an, die Cashflows, die sollen auch zulegen. Der Buchwert je Aktie, ich finde ihn nicht persönlich, also persönlich finde ich ihn nicht wirklich hoch. Und der Cashflow je Aktie, er soll auch zulegen. CapEx 1,5 Milliarden US-Dollar scheint zu stagnieren. Also das ist vermutlich das, was man immer versucht, jährlich zu investieren. Was sagen die Analysten? 4 raten kaufen, 5 sagen halten. Das mittlere Kursziel liegt bei $52,38. Der aktuelle Kurs liegt bei $46,44. Der Abstand zum höchsten Kursziel beträgt 20,6%, zum durchschnittlichen Kursziel 12,8%. Und das niedrigste Kursziel ist auch noch nach oben 7,67% entfernt. Das heißt, es dürfte mit diesem Kurs eigentlich nur nach oben gehen. Kommen wir zum Fazit. Ich glaube, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, was dennoch ein reifes Unternehmen ist. Und ich würde hier tatsächlich eine Bewertung nach dem KGV vornehmen. Aber ich finde, der Markt ist so spannend und ich glaube, wir haben hier wirklich auch mit Royalty Pharma ein Unternehmen, was in Wachstum investiert. Das Risiko finde ich nicht so hoch. Das KGV ist meist hier normalisiert. Das heißt, wir betrachten das KGV, die Skaleneffekte, den Burggraben und das Gewinnwachstum. Und zum Burggraben, ich finde es ziemlich cool, weil solche großen Anleger haben natürlich auch viel mehr Insight als du oder ich über irgendwelche Pharmafirmen. Und wenn Royalty Pharma irgendwo investiert, hat das auch meist Hand und Fuß. Als Peer Group, ich habe tatsächlich kein Unternehmen gefunden, vielleicht noch BB Biotech, das ähnlich wie Royalty Pharma investiert. Aber sie beteiligen sich ja nicht direkt am Unternehmen, sondern sie beteiligen sich an Medikamenten. Deswegen komme ich zu dem Entschluss, dass wir nach Peter Lynch einen Average Grower haben. Das durchschnittliche KGV der letzten Jahre plus das erwartete liegt bei 19,47. Das aktuelle KGVE für 2023 liegt bei 13,8. Das macht eine Bewertung von 71% und das macht für mich einen fairen Kurs der Aktie von $66. Kommen wir zu meinem Fazit. Gefällt mir das Geschäftsmodell? Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist hervorragend. Sie werden ein kompetentes Team haben, was immer neue Blockbuster versucht zu finden, so wie wir immer versuchen, irgendwo für euch eine Investition zu finden. Gefällt mir die fundamentale Bewertung? Ja. Cashflows legt zu, KGV kommt runter, Dividende soll zulegen. Ich glaube, wir haben hier einen Dividendenwachstumswert und das Unternehmen wird weiterhin Cashflows generieren. Würde ich investieren? Ja, ich bin investiert aktuell mit 3,58%. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer deine Meinung. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare. Bist du in Royalty Pharma investiert? Interessiert dich das Unternehmen? Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu mir einen Gefallen, gib uns einen Daumen und bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao!